Nachdenkseiten. Die kritische Website. Bundesjustizminister Buschmann tritt gemeinsam mit Gaza-Vertreibungsbefürworter Tschickli in Berlin auf. Von Florian Warwick. Das Auswärtige Amt hatte am 29. Januar in außergewöhnlich scharfen Worten die Teilnahme und Äußerungen von israelischen Regierungsmitgliedern bei der Konferenz zur Wiederbesiedlung des Gazastreifens mit jüdischen Siedlern und der Vertreibung der dort lebenden Palästinenser verurteilt. Nur wenige Tage später wurde bekannt, dass FDP-Justizminister Marco Buschmann mit einem der Protagonisten, dem Diaspora-Minister Amichai Tschickli, gemeinsam in Berlin bei einer Lobbyveranstaltung, organisiert vom Axel Springer Verlag, auftreten wird. Die Nachdenkseiten wollten wissen, ob dies mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen wurde und ob damit Buschmann nicht diese völkerrechtswidrigen Pläne und Äußerungen legitimiert. Nach den O-Tönen hören Sie Informationen zum Hintergrund. Das sehe ich nicht, dann ist Herr Warwick dran. Herr Fischer, Sie hatten am Montag die Teilnahme und Äußerung von Teilen der israelischen Regierung in Bezug auf die Resettlement-Konferenz kritisiert. Jetzt ist einer der Teilnehmer, der Diaspora-Minister. Das sehe ich nicht, dann ist Herr Warwick dran. Herr Fischer, Sie hatten am Montag die Teilnahme und Äußerung von Teilen der israelischen Regierung in Bezug auf die Resettlement-Konferenz kritisiert. Jetzt ist einer der Teilnehmer, der Diaspora-Minister Amichai Tschickli, wird am 14. Februar gemeinsam mit Justizminister Buschmann bei einer Lobbyveranstaltung hier in Berlin auftreten. Da würde mich interessieren, auch angesichts der außenpolitischen Außenwirkung dieser Veranstaltung, hat denn Herr Buschmann dieses Auftreten gemeinsam mit dem Diaspora-Minister, mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen? Also, wir nehmen zur Kenntnis, dass es diese Veranstaltung gibt. Sie ist unabhängig organisiert. Ich nehme an, dass die Einladungen auch unabhängig erfolgen. Und ich glaube, es ist nicht an mir, die Einladungen an andere Ministerien hier zu kommentieren. Zusatz? Zusatz. Direkte Frage an Herr Ho. Herr Tschickli spricht sich explizit für die Neubesiedlung des Gazastreifens mit jüdischen Siedlern und der Vertreibung der Palästinenser aus demselben aus. Die palästinensische Autonomiebehörde bezeichnet er als Neonazis. George Soros nennt er irgendwie jemanden, der, wenn ich ganz kurz zitieren darf, der die Finanzierung der feindlichsten Organisation gegenüber dem jüdischen Volk und dem Staat Israel. Damit meint er israelische zivilgesellschaftliche Vereinigungen, die sich für ein friedliches Miteinander aussprechen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie will denn Herr Buschmann verhindern, dass sein Auftreten gemeinsam mit Tschickli und anderen Vertretern nicht als Legitimation dieser völkerrechtswidrigen Äußerungen, teilweise auch Handlungen, interpretiert wird? Ja, der Bundesjustizminister ist der Einladung der Jerusalem Post und der Welt zu dem von Ihnen genannten Kongress gefolgt. Er wird dort als Keynote-Sprecher sprechen. Darüber hinaus sind ja auch noch weitere namhafte Persönlichkeiten eingeladen, die ebenfalls sprechen werden. Unter anderem der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Josef Schuster. Der Bundesjustizminister hat auf die Einladungsliste und auch auf das Programm des Veranstalters keinerlei Einfluss. Und darüber hinaus möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass ja der Bundesjustizminister Teil dieser Bundesregierung ist. Und die Position der Bundesregierung in der von Ihnen genannten Frage ist ja bekannt. Dazu hat auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag Stellung genommen. Gibt es weitere Fragen zum Thema, zu diesem Thema? Dann Herr Ho, der Minister hat zwar keinen Einfluss auf dieses Programm, aber er hat Einfluss, ob er dort auftreten wird, wenn ein Minister, der zuvor bei dieser Wiederbesiedlungskonferenz für Gaza teilgenommen hat, die Herr Fischer ja am Montag aufs Schärfste verurteilt hat und das alles zurückgewiesen hat. Warum bleibt der Minister bei seiner Teilnahme, wenn der andere hochrangige Gast dieser Veranstaltung Herr Tschickli ist? Wie gesagt, auf die Einladungsliste und das Programm hat er keinen Einfluss, wie Sie vielleicht auch wissen. Hintergrund. Zitat:
Wir verurteilen die Teilnahme und Äußerungen von Teilen der israelischen Regierung bei dieser Konferenz zur Besiedlung von Gaza auf das Schärfste und weisen die Äußerungen in aller Deutlichkeit zurück. Solche Überlegungen zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza wie zu einer israelischen Wiederbesiedlung von Gaza sind völlig inakzeptabel. Sie tragen im aktuellen Konflikt zu einer Verschlimmerung der Lage bei und verstoßen ganz klar gegen internationales Recht. So der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, am 27. Januar, nur einen Tag nach der Besiedlungs- und Vertreibungskonferenz, an welcher 11 Minister der aktuellen Regierung unter Benjamin Netanyahu teilgenommen hatten, darunter auch der schon erwähnte Diaspora-Minister Amichai Chikdi. Kurz nach der Verurteilung dieser Konferenz durch das Auswärtige Amt im Namen der Bundesregierung wurde bekannt, dass FDP-Justizminister Marco Buschmann als Keynote-Sprecher bei einer Lobbyveranstaltung mit dem Namen Joint Perspective, a German-Israeli Summit, auftreten wird, zusammen mit Amichai Chikli. Ausgerichtet wird das Ganze von der zum Axel Springer Verlag gehörenden Welt sowie der Jerusalem Post. Hauptfinanzier der Lobbyveranstaltung ist die World Zionist Organization. Der FDP-Minister plante also gemeinsam mit einem Vertreter der israelischen Regierung, der sich explizit für die Neubesiedlung des Gazastreifens mit jüdischen Siedlern und für die Vertreibung der Palästinenser aus diesem ausspricht, aufzutreten. Die palästinensische Autonomiebehörde in der Westbank bezeichnete Chikdi mehrmals öffentlich als Neonazis. Zitat: Ich betrachte die palästinensische Autonomiebehörde in ihrem Wesen und ihrer Einstellung als eine neonazistische Organisation. Zitat Ende. Dem jüdischen US-Milliardär George Soros warf er vor, die feindlichen Organisationen gegenüber dem jüdischen Volk und dem Staat Israel zu finanzieren. Damit bezog er sich auf israelische und jüdisch-amerikanische zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für ein friedliches Miteinander zwischen Palästinensern und Juden sowie für ein Ende der israelischen Besatzung und die Zwei-Staaten-Lösung aussprechen, wie zum Beispiel die von der Open Society Foundation unterstützte US-amerikanische jüdische Organisation J Street. Anmerkung der Redaktion: Nach der Frage der Nachdenkseiten am 31. Januar auf der Bundespressekonferenz wurde kurz nach Mitternacht am 2. Februar, wie die Wayback Machine belegt, Name und Bild des Diaspora-Ministers ohne jeden Kommentar entfernt. Stattdessen sieht man jetzt Buschmann neben Gideon Saar als Keynote-Speaker. Als zusätzlicher deutscher Keynote-Speaker taucht jetzt auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt Dr. Tobias Lindner auf. Saar ist Mitglied des israelischen Kriegskabinetts. Dieser nahm zwar nicht an der Resettlement-Konferenz zur Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen teil, unterstützt aber öffentlich die rechtsextreme Organisation Im Tirzu und war in seiner Jugend Mitglied der ebenfalls rechtsextremen Partei Techia. Einen palästinensischen Staat lehnt er vehement ab. Israel müsse laut ihm vom Fluss bis zum Meer in jüdischer Hand bleiben. In diesem Sinne fordert er eine Annexion von großen Teilen der Westbank und des Gazastreifens. Wir dürfen gespannt sein, ob die zwei Regierungsvertreter auf der Konferenz auf diese ebenfalls völkerrechtswidrigen Positionen kritisch Bezug nehmen werden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.